Die EU-Kommission will Autoabgase in Städten drastisch reduzieren, indem der Anteil herkömmlicher Fahrzeuge in den Innenstädten bis 2030 halbiert werden soll. Diese Vorgaben stammen aus dem Weißbuch Verkehr der EU-Kommission. Das ist eine Sammlung von Anregungen und Vorschlägen, aus denen später einmal Richtlinien werden können. Demnach soll es spätestens bis 2050 in den europäischen Cities sogar überhaupt keine Autos und leichte Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotoren mehr geben. Volkswagen präsentiert pünktlich zu den ersten Sonnenstrahlen in diesem Jahr das neue Golf Cabrio. Das Stoffdach des Open Top Golf ist gezielt optimiert worden, wodurch das neue Golf Cabrio zu den leisesten Cabrios überhaupt zählen soll. Zudem ist es serienmäßig vollautomatisch und öffnet den Golf außergewöhnlich schnell in nur 9,5 Sekunden. Das Öffnen und Schließen ist auch während der Fahrt möglich, bei bis zu 30 km/h Geschwindigkeit. Der Vorverkauf in Deutschland hat bereits begonnen. Einstiegspreis für das Cabrio sind 23.625 Euro.